Die einen bewerben sie als klügste Nacht des Jahres. Aber vielleicht ist es ja schon super, ohne Latif zu sein, wenn diese Nacht einfach Wissenschaft neugierig macht auf all das, was an unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen so passiert. Rund 70 Institutionen wollen entdeckt und besucht werden, bis Mitternacht bei der 18. Langen Nacht der Wissenschaften. Dabei hatte es schon der Auftakt in sich. Überraschend für so einige. Draußen vorm Henry-Ford-Bau der FU letzte konspirative Vorbereitungen der Studenten. Ihr Plan, sie wollen die Auftaktveranstaltung zur Langen Nacht der Wissenschaften lahmlegen. Geht ihr alle mit? Ja. Sehr gut. Denn sie finden, dass sie als studentische Hilfskräfte an der Uni zu wenig verdienen. Und von einem erwarten sie eine klare Aussage, dem regierenden Bürgermeister. Herr Müller musste auf seine Verantwortung bewusst sein, weil die beiden Regierungen sich immer raushalten mit Tarifautonomie und so weiter. Und wir wollen eine deutliche Aussage, dass wir eine Ankopplung an den Tarifvertrag der Länder bekommen. Dann der Auftakt der Veranstaltung. Der Präsident der FU preist Berlin als internationalen Wissenschaftsstandort. Aber wo bleibt Michael Müller? Die Spannung steigt, weil wir auch gedacht haben, vielleicht kommt er gar nicht und sie wollen uns irgendwie aufhalten. Deswegen gehen wir jetzt in 5 Minuten hoch. Also egal, ob er kommt oder nicht. Und dann ist es soweit. Die Studierenden nehmen die Bühne für sich ein und sie begründen, warum sie protestieren. Weil es etwas gibt, das sich seit 17 Jahren nicht geändert hat. Und das ist unser Stundenlohn. Und schließlich kommt er dann doch noch, der regierende Bürgermeister. Er stellt sich den Studenten und bleibt dabei. Die Forderung der studentischen Hilfskräfte nach mehr Geld könne er zwar verstehen, aber... Wir sind eben nicht Tarifpartner. Die Tarifpartner müssen das jetzt verhandeln. Unsere Position ist klar und trotzdem muss es erlaubt sein, dass dann hier vor Ort, also praktisch in den Universitäten, die Tarifpartner eben auch eine Lösung finden, die für die Situation hier dann auch sachgerecht ist, für sie genauso wie für den Arbeitgeber. Mit dieser Aussage geben sich die Studenten aber nicht zufrieden. Sie bleiben so lange auf der Bühne, bis die Eröffnungsveranstaltung abgebrochen wird und Michael Müller den Saal wieder verlässt. Heute bin ich auch wütend, weil ein Mensch, der immer sagt, dass er für die soziale Gerechtigkeit ist, dass er für gute Löhne ist, hier vor dem Publikum, vor den Beschäftigten nicht sagen kann, dass wir das Geld von Hochschulen bekommen sollen. Für die Protestierenden steht fest, sie wollen so lange weiter streiken, bis die Hochschulen auf ihre Forderungen eingehen.